Okidoki, ich war auf dem Weg zur Mission, beziehungsweise hier ist sie eigentlich auch, aber ich habe hier auch ein Fragezeichen auf der Map. Und würde das natürlich gerne noch mitnehmen. Hallöchen. Excuse me, sir. Excuse me. You are an American, are you not? Last time I checked. Oh, thank God, sir. Thank God. I have had it up to here with Dagos, up to here. The savages. Well, I do what I can to help. But this land was imagined by an angry god for an angry people. Well, America ain't exactly a peaceful paradise, mister. Well, that's right, but at least you lot try to speak bloody English. This bloody lot? My God, if I'd wanted to speak Spanish, I'd have gone to Spain. Why didn't you? Good question. Well, you know, business, I suppose. Devil making work for idle hands, what? Now, listen, friend. If you were to go west to Nosalita, I'd give you a reward for picking up a package of mine from the docks. Hmm? There's some fighting broken out there. It seems like it's more your kind of thing. Why would I want to do something like that? Oh, you Americans are all the same, obsessed with bloody money. Well, I will pay you, sir. I will give you a buck. Name's Tollitz, sir. Uriah Tollitz. They'll know of me in Nosalita. How much? Plenty, sir, plenty. You will take it and give it to the foreman of the estate at El Matadoro. He'll be expecting it. Try to give those Dagos hell, what? That's a fine fellow. La capital ya tienen automóviles. Okay, ganz da hinten. Na gut, aber ich zeige am besten direkt eine wunderschöne Funktion dieses Spiels. Eine sehr praktische Funktion. Aber dafür müssen wir kurz außerhalb sein. Ich denke mal, das sollte reichen. Wir machen ein Lager auf. Ich hoffe mal, dass das hier so auch funktioniert, aber wird schon hoffentlich. Und dann, genau, nach Wegpunkt reisen. Und dann skippen wir das Ganze einfach. Und dann skippen wir diesen Ritt bis ans andere Ende der Map. Und jetzt sollten wir hier doch, naja, nah genug, würde ich sagen. Das ist nah genug. Da kann man sich nicht beschweren. Da kann man sich absolut nicht beschweren. Und hier werde ich dem General, um deine Hilfe anzubieten. Ja, machen wir doch. Ist das, warte mal. Ist das jetzt noch ein Vor? Du Scheiße. Ringo, we need your help. Take these two men and destroy that rebel camp. Ach du Kacke. Oje, oje. Wer ist denn jetzt Freund und Feind? Ich hoffe mal, das hat gepasst. So. Benutze die Feuerflaschen, um die markierten Objekte niederzubrennen. Na gut. Ups, sorry. Dann denke ich mal. Zack, passt das. Ey! Oh. Na gut, vielleicht hätte ich nicht. Lass mich raten, ich bin jetzt am Arsch der Welt. Bitte, bitte lass es. Oh Gott, das lädt schon viel zu lang. Eieieiei. Eieiei. Naja, ich brech mal ab und man sieht sich, wenn ich wieder da bin. So. Wieder da. Und diesmal bin ich ein bisschen vorsichtiger. Na. Ich sehe ihn leider überhaupt nicht, ne? Viel Zeug im Weg. Oh ne, es ist eine Sie. Hallo? Oder? Das war weird. Naja.
So. Dann gucken wir mal. Und zack. Passt das so? Ja. Dann rennen wir mal in die Richtung da hinten. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt was extra ist oder ob das zu der Mission zählt, die ich für den einen Typ machen soll. Da ist ja nochmal ein Fragezeichen. What the fuck? Aua. Sehr schön. Ah, den treffe ich da nicht, oder? Den treffe ich da nicht. Na gut. Na. Sehr schön. Und sehr schön. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch ein bisschen rumfackeln, oder was? Holen wir uns noch ein bisschen die Muni. Die könnten wir gut gebrauchen. Und zack. Und zack. Und dann noch ihre Bötchen. Wow. What? So. Diesmal von viel weiter weg. Von viel, viel weiter weg. Dass das nicht nochmal passiert. Ach warte, das Fragezeichen ist ja violett und ist wegen der anderen Mission, okay. Dann ist das hier nochmal was komplett extra. Es hat jetzt ganz schön lang gedauert und mehrere Versuche und einer war wirklich gemein. Hallo. Gracias, you're a friend to Mexico. Here's a little money, a sign of my gratitude. Now we must leave. Super. Eine Waffe der gleichen Kategorie erworben. Mal ganz kurz schauen. Wir haben, aha, Henry Repetiergewehr, Repetierkarabiner. Der ist eher nicht so gut. Aber eine Anzeige für Präzision gibt's gar nicht, oder? Das Winchester haben wir bisher benutzt. Dann haben wir das Springfield. Die Schussrate ist nicht sehr gut. Hat auch nicht viel Muni. Dafür sind Leistung und Reichweite sehr gut. Und das Henry-Repetiergewehr. Ich meine, gut, das braucht lange zum Nachladen. Aber ich glaube, das nutzen wir. Das scheint doch ganz cool zu sein. Können wir hier nochmal schauen. Ich glaube, beim Revolver benutzen wir den eh sowieso. Die Doppelläufige haben wir auch. Und dann sonst noch die abgesägte. Ich bleibe bei der Doppelläufigen. So, und dann schauen wir mal, was dort in der Kiste ist. Ich habe es nämlich schon komplett vergessen. Ich glaube, da hatte das uns gesagt, aber ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall müssen wir das ja abholen. Hä? Okay, also ich merke, Marston kann überhaupt nicht schwimmen. Das heißt, wir sind ultra vorsichtig am besten. Und gehen so langsam, wie es nur geht, hier jetzt diesen Steg entlang, weil offensichtlich ist John Marston ein Reddit-User. Und entsprechend gegen Wasser leer geschlollen. Spaß, Spaß. Beruhigt euch. So. Liefere das Päckchen in El Matadero ab. Pferd, wo bist du? Beziehungsweise, wo ist El Matadero? Ganz da hinten. Wow. Naja. Alles gut. Nicht weiter schlimm. Das Pferd ist weg. Nicht weiter schlimm, weil wir müssen ja eh schnell reisen. Also, obviously, gehen mal ein bisschen von dem Bandenversteck weg. Müssen wir, glaube ich, genau. Ich glaube, wenn man auf die Minimap schaut und ab dem Zeitpunkt, wo die rauszoomt,
Hey, ich habe sogar noch ein Begnadigungsschreiben, wie nett. Du brauchst einen besseren Platz für dein Lager. Als ob, ey, das kannst du dir noch nicht ausdenken. Warum ist das hier kein guter Ort für ein Lager? Aber hier ist jetzt super, oder was? Eieiei. Naja. Das Leben als Cowboy ist hart. Also, kann man Marston jetzt nicht unbedingt blamen, wenn er für ein Lager ein angenehmes Plätzchen haben möchte. I guess. So. Hello, Senor. Are you the foreman, mister? I got a package for you from a Mr. Tollitz. Oh, thank you so much, my friend. What was the delay? Trouble over in Nasalita. Army or rebels? Politics, my friend, is for fools. Which is why we see so much of it down here. Land of morons. Gets in the way of real work? If you say so. Here's the money for Mr. Tollitz. I'll get this to the workers right away. That's quite a sum. Must be valuable stuff. You have no idea, gringo. No idea. If you would have known, you would have kept it all yourself. Taui! Fucking Taui! Yo! Ich bin jetzt rich. Ja, Spiel durchgespielt, würde ich sagen. Hä? Ich kann mir jetzt alles kaufen. Naja. Aber, interessant gemacht. Man hat diese, ich sag mal, dieses Bandenversteck mit der Mission verwoben, so ein bisschen. Eigentlich ganz coole Idee. Aber ich würde mal sagen, man sieht sich dann bei der Mission wieder. Bis gleich. Muy interesante. Gracias, amigos. Mr. Marston, how the devil are you? I'm fine. How are you, Mr. Ricketts? I'm good. I'm glad you're here, because these men were just telling me about Mr. Escuela. Javier Escuela? Emilio. Let me ask you something. His nombre is Javier Señor Escuela? Is Javier to see? No sé, señor. He doesn't know. I got that bit. Ask him, was he about 5'8"? Mustache? Did he have an American in tow? A big American? Emilio, the Sabacón, grande Americano? Yo no sé. No. Again. I got that. But they do have his sister. Emilio's, I mean. She's a fine young woman. A teacher. A human being. Not the clothed vermin so many people seem to have turned into. Tell him I'm sorry. When a man's family is involved, you need a little more enthusiasm than mere apologies. I have enough worries, sir. This man's problems pain me, but they're not quite my own. Those who sit on the fence make a choice, in their own way. Don't you think, Mr. Marston? Of course. And what about you, Ricketts? A man living in the past? A man who ran away from home? What choice did you make? I'll tell you what choice I made. I'm a fighter, sir. And I'll fight to the end. I think we should get going. I'm gonna take the train. Oh yeah. You with me or right ahead to El Matadero. Ja, dann fahren wir doch mit ihm ein bisschen Zug, oder nicht? Aber cool, dann gehen wir mit ihm wieder ein bisschen auf Tour. Retten die Schwester. John Marston. Really? That perhaps you're more in need of my help than I thought. Is that so? Some recent encounters with this Bill Williamson fella haven't gone exactly in your favor. Funny how everyone seems to know my business, but nothing about the men I'm looking for. It isn't easy getting the locals to talk. Tja, John Marston, vielleicht bist du ein bisschen zu auffällig oder so, wenn alle immer über dich Bescheid wissen. I don't know. So, dann fahren wir doch einfach mal hier mit. It's the only way to travel, so they keep telling me. We'll get off at Casa Madrugada and ride from there.
Okidoki. ich werde mal kurz warten, ob die noch miteinander sprechen, aber wahrscheinlich eher nicht, oder? Nee, sieht nicht danach aus, dann würde ich mal... Zack! Oh. Ah, okay. Perfekt. Dann dachte gerade schon, habe ich in dem Moment Enter gedrückt, wo die anfangen zu reden, aber nee. Das war geplant so, dass er das dann sagt. Perfekt. There should be some horses for us across the way. Ja, meins zum Beispiel. Weil es einfach immer weiß, wo ich bin gerade. Es ist ein sehr intelligentes Tier, muss man wissen. Es hat die Fähigkeit der Spoiler oder so. We need to find a man called Carlos. I was told he could help us. We'll ask around when we get there. But we don't want to draw attention. See if you can keep your gun holstered for once. You're the hero around here, Mr. Ricketts. Not me. What does the army want with this Luisa girl anyway? She's a rebel, and apparently close to their leader, Reyes. She's a pretty young thing. That's normally reason enough for Allende. So I've heard. She's a good woman, a teacher. If they lay a finger on her, I swear I'll feed those bastards their balls. Get up! Ayo, count me in, da helfe ich natürlich. Here we are. Looks kind of sleepy, don't it? Come on, easy up now. All right, let's find this Carlos guy. Dann zack. Bleib du mal hier, Pferdchen. So. Ist das eine Fleischerei oder wie? Carlos. We're here for Luisa. She's still being held up in the caves? Yes. She's still up there. Who's the cowboy? We're here to help. Muy bien. I can distract the guards. You and the gringo can get inside. Let's do it. I will keep them talking, senor. The rest I will leave to you. All right, let's find Luisa. Hajo. Dann walten Sie mal Ihres Amtes, Mr. Metzger. Walten Sie Ihres Amtes. Oha, da unten warten Sie schon. Warte in Deckung auf das Ablenkungsmanöver. Ja, kein Problem. Ist zwar ein bisschen auffällig, dass wir hier einfach lang spazieren. Aber dann beobachten wir mal. Hey, was ist denn da oben? Eine Kiste? Da. Bestimmt ein Secret oder so. Da ist bestimmt was richtig Tolles drin. Hey, hola. ¿Qué tal? ¿Qué quieres? ¡No puedes estar aquí! Hace calor hoy. Bien bochornoso, ¿verdad? ¡No lo voy a decir otra vez! ¡No puedes estar aquí! Oye, soy yo, Carlos. Pues trabajo en el matadero. No me importa quién eres. Esta es una zona militar prohibida. Vete a casa. Me gustan sus botas. Muy bonitas. Mi hermana tiene las mismas. Pinche campesino de mierda. Te voy a colgar al lado de tus cerdos. Váyanse al infierno, traidores. Oh, und da rennt er. Na dann, hui. Rennen wir mal. Ach du Scheiße. Aber ganz ehrlich, wofür war dieses Ablenkungsmanöver jetzt? Dass man zwei Leute weniger hat zum Töten? Also... Ich weiß ja nicht, ob das jetzt so worth war, aber... Wah. Fuck. Ich hatte auf einmal keine Munition mehr in der Waffe. Ach komm, really? So.
Diesmal wird es aber besser laufen. Really? Alles daneben? Wie frech war das denn, ey? So. Okay, dann zack, schnappen wir uns mal hier ein bisschen die Muni. Na. Zack. Drop that bastard, Marston. She must be in here. I'm gonna see if I can blow the door open. You keep guard. There'll be more on the way. Na jo, kein Problem. Sollen sie hier hochkommen? Hinter den Tisch, ich springe jetzt, was? Oha. Stand back, damn it. Here goes. Girl's barely alive. Right, let's see if we can all get out of here in one piece. Naja, natürlich. Absolut kein Problem. Zack. Aua. Fucking hell, ey. Das war schmerzhaft. Da ist doch noch irgendwo jemand. Da. Na also. Weg ist frei. Ich denke mal, das sollte es gewesen sein. Unsere Pferdchen sind auch schon bereit. Looks like Carlos left us some horses. Come on. Ist aber nicht meins. Okay, das ist irgendwo ganz da hinten. Naja. Na gut. Ich habe übrigens eine Option gefunden, mit welcher man die Kamera und die Pferdesteuerung miteinander, also wie man das voneinander trennt. Und das ist definitiv angenehmer so. Definitiv angenehmer, so dass ich jetzt endlich mich ordentlich umschauen kann, ohne dass es die ganze Zeit Auswirkungen auf die Bewegung des Pferdes hat. Na? Sehr schön, da ist noch irgendwo jemand. Perfekt. So, dann hier von einem High Ground aus haben wir doch bestimmt einen kleinen Vorteil, oder nicht? Der. What, als ob? Wie konnte der mich denn da treffen? Diese Cheater, diese kleinen. Jetzt passt mal auf, Kollegen. Das finde ich absolut unwitzig. Schieß doch! So, wo seid ihr? Na? Let's go. What? Ich hab ihn doch erwischt!
Er hat seinen Hut getroffen, oder was? Das kann man mir doch nicht erzählen. So langsam wird es aber ein bisschen gemein. Also so langsam wird es ein bisschen gemein. Nimm doch nicht die Schrotflinte. Was ist denn mit dir los? Auf die Distanz doch nicht. Nee, nee, nee. Aber es ist schon ein bisschen frech gerade, das Spiel, muss man sagen, ne? So. Schön nochmal nachladen. Und du, Frechdachs, stirbst jetzt bitte. Danke. Ist ja unverschämt teilweise. Komm, geh hoch da. Ich will die Muni. Danke. Jetzt aber. Ja. Sind fertig. Achso, ich soll vor, okay. Na dann. Da haben wir keine Muni mehr. Oh, ich glaube, da hinten schießen doch noch Leute, oder? Tatsächlich. Okay, das müssen wir so. Perfekt. So. Jetzt aber. Ich denke mal, jetzt haben wir alles erledigt. Come on. My Lord. Damn, where the hell is Carlos? I thought he was meeting us here. Vielleicht haben sie ihn erwischt. Where is he? Something doesn't feel right here. Naja. Verdächtig. Whoa there. There he is. Talk about cutting it fine. Ja, dann hat er sich halt versteckt, ne? Luisa, gracias a Dios. Hey. Thank you for saving me. You're a good man. Friends of the people of this land. Was someone named Harvey Gasquilla one of the men holding you? No. I don't know. I don't think so. But I remember that name from prison. Bad people spoke of him. I told you, John, he's still in Mexico. Okay, then. I guess we'll keep looking. Yep. Yay! So, das war deutlich holpriger, als ich erhofft hatte, das Ganze hier. Definitiv, hat das Game mir diesmal ein paar Hürden in den Weg gelegt und war echt ganz schön frech. Muss man auch mal sagen an der Stelle. Aber gut, dann würde ich mal sagen, sieht man sich bei der nächsten Mission wieder. Bis dann, ciao.